Ich hatte mir hier noch mal ein paar Kommentare rausgesucht, die so häufiger irgendwo auftauchen, beziehungsweise die Fragen, die halt häufig auftauchen. Und da werde ich jetzt mal so ein, zwei Fragen mir rauspicken und werde dazu meine Antwort geben. Ich werde auch nicht schreiben, von wem das Kommentar kam oder sonst irgendetwas. Ich werde einfach nur das Kommentar sozusagen benennen, also die Fragestellung einmal benennen und werde eben meine Antwort dazu mal ausführlich dazu abgeben. Das soll dann so ein bisschen wie so ein FAQ, wie so ein FAQ soll das halt werden. Hier nochmal ein Hinweis für meinen Discord-Channel, damit man jetzt nicht mehr irgendwie mich per E-Mail kontaktieren muss oder sonst irgendetwas. Einfach damit man eben gucken kann, von wegen alles klar. Hier kann ich Fragen stellen, hier kann ich Bilder reinschicken, hier kann ich auch mal so einfach mal auch mal irgendwelche anderen Leute fragen, sofern mal mehr vorhanden sind. Und da hoffe ich, dass wir eine große Community aufbauen. Meine Abonnentenanzahl wird ja auch immer größer. Von daher gesehen besser, wenn man eine Plattform hat, wo man sich einfach mal austauschen kann, fernab von YouTube. Also, und jetzt viel Spaß bei dem Video. So, und zwar, eine Frage kam, und zwar wegen dem RPCS 3 Emulator, also sprich den für die PlayStation 3, kam nämlich die Frage, wo hast du denn die Spiele installiert? Beziehungsweise, wie werden dann die Spiele installiert? Wo kriegt man die dann her? Erste Sache, illegale Downloads werden hier nicht unterstützt. Das ist ganz, steht ganz oben auf meiner Agenda. Ihr werdet von mir niemals eine Homepage genannt kriegen, wo ihr irgendetwas runterladen könnt. Zumindest nicht auf offiziellen Wege. Hat den ganz einfachen Hintergrund, es ist und bleibt, je nachdem, wie man es macht, illegal. Es gibt einen Grauzonenbereich. Hat aber schon harte Hürden, um in diese Grauzone dann zu kommen. Das Problem ist, ich mache mich strafbar, weil ich es euch erzähle bzw. euch empfehle. Das heißt, ich mache mich strafbar und ihr macht euch strafbar, weil ihr es tut. Sowas unterstütze ich nicht. Ich möchte hier meine Community nicht der Reihe nach irgendwo im Knast besuchen müssen, weil die Community einfach sagt von wegen, ja, also, nee, muss nicht sein. So, also, ihr werdet hier keine Homepages kriegen zum Download. Fertig. Es gibt viele, viele Wege, um originale Spiele in sogenannte Backups, also sprich sozusagen, sei es eine ISO-Datei oder ein Ordner, hier bei RPCS 3 ist es ein Ordner. Diese Ordner strukturieren sich eigentlich immer, immer relativ gleich. Und zwar, Moment, ich muss mal gerade gucken. Wo ist da meine Maus? Da ist meine Maus. So. So. Gucken wir mal. PS3. Da haben wir es. So, wir haben dann also einen Ordner. So, wenn wir auf diesen Ordner raufgehen, ist die Ordnerstruktur immer relativ gleich. Warum ist hier das drin? Aha. Okay, das muss ich dann irgendwie nochmal schieben. So. Also, wir haben dann den Ordner, sei es BLES, BCES, BLUS, BCUS. Es gibt ja alles Mögliche an Ordnern mit einer Zahl dahinter. Diese Zahl ist grundsätzlich einmalig. Die haben irgendwann mal Spiele sozusagen in diese Art Zahlen einkategoriert, um einfach dann sozusagen sagen zu können, es ist wie so ein QR-Code oder wie so ein Barcode, sage ich jetzt mal, ne? Es scannst ab, ah, das ist der Artikel. Der beschreibt immer ein Spiel, diese Zahl. So, das heißt, anhand dieser Zahl wisst ihr, aha, ist das Spiel. So, wenn ihr denn in diesen Ordner reingeht, taucht dann einmal ein Ordner auf PS3-Game und unter Umständen auch PS3-Update, glaube ich, oder sowas. Ich müsste mal einen Ordner suchen, wo das auftaucht. Genau, PS3-Update. Und was halt ganz wichtig ist, was drin sein muss, ist PS3-Disk.sfb. Also Siegfried Friedrich Berta.
So. Diese PS3-Disc ist wichtig, weil diese PS3-Disc meldet dem Emulator bzw. Dem emulierten, der emulierten Software sozusagen zurück, ich bin eine Disc. So, und ne, auch mit der entsprechenden Entschlüsselung. Und der PS3-Game-Ordner ist dann logischerweise euer Spiel. So muss das aussehen. So, es gibt tatsächlich Seiten, die bieten das zum Download an. Gebe ich offen und ehrlich zu. So, wenn ihr aber irgendetwas davon nicht habt oder irgendetwas davon fehlerhaft ist oder die Seite auch nicht, sage ich jetzt mal, es gibt einen bestimmten Bereich von Community auf Google oder beziehungsweise irgendwo, ne, wo man einfach mal suchen kann, die eben wissen, wo kriegt man solche Spiele her. Auf, ne, wie gesagt, nicht legalen Weg, aber wo kriegt man die Spiele her, wo sind sie zuverlässig, wo sie funktionieren. Haltet euch an den Seiten. Geht jetzt nicht auf irgendwelche russischen Seiten oder japanische Seiten oder sonst was, weil ich sag mal so, ihr könnt die Sprache nicht lesen. Und zu 80% seid ihr dann auf irgendwelchen Seiten, wo ihr dann so viel Phishing und Spam und alles Mögliche euch einfangt. Das hat keinen Wert. Das hat absolut keinen Wert. Da macht es lieber wirklich dann über längeren Weg oder besorgt euch tatsächlich die CD und zieht euch davon Backup. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Gibt genug Anleitungen. So, ich mache das nicht, weil mir dazu dann einfach wirklich die Hardware fehlt. Weil man bräuchte dann ja auch ein Blu-ray-Laufwerk und das ist mir zu viel Arbeit. So, also, damit haben wir das schon mal geklärt. Die Ordnerstruktur muss so aussehen. Wenn die nicht so aussieht, passt es nicht. Es darf keine ZIP, es darf keine ISO, es darf nichts auch innerhalb dieser Ordner. Darf nichts irgendwie so aussehen, so als ob das irgendwie eine CD wäre. Das müssen alles wirklich irgendwelche Dateien sein. Sei es eine .dat, eine .pam, eine .png, eine .bin, eine .ini zum Beispiel, eine .ini-Datei. Es muss so aussehen, glaubt mir, es funktioniert sonst nicht. Der RPCS3 meldet sonst einen Fehler. Ganz einfach. Selbes Thema war dann auch ein Kommentar von wegen, es gibt die ISO, die ich genannt habe, gibt es nicht. Ja, natürlich nicht, das ist ja auch meine. Die biete ich auch nicht zum Download an, weil es nämlich mein Spiel ist. Ne? Selbes Thema wie eben, nur halt eine andere Rubrik ist halt Xbox. Ja, bei Xbox, ihr müsst dann auch gucken, wo kriege ich meine Spiele her. Sei es auf dem legalen oder illegalen Weg, das überlasse ich euch. Das ist eure Entscheidung. Ich werde da bestimmt nicht sagen, ladet euch das illegal runter. Nein, mache ich nicht. Gibt's nicht. Wird's nicht geben. Ladet euch die entweder online runter oder zieht euch von euren Spielen ein Backup. In diesem Fall braucht ihr aber auch nur eine .iso, also eine .iso-Datei. Und diese Datei sollte immer grundsätzlich, was hatte ich damals gesagt? Das ist schon wieder so lange her, ich habe schon wieder gar keine Ahnung, was ich damals gesagt habe. Wie groß muss diese ISO-Nummer sein? Da. Genau, die ISO-Datei sollte, ich glaube, Minimum wenigstens 4,5 GB haben oder sowas. Sollte eine vollwertige ISO auf jeden Fall sein. Und nicht hier irgendwie ein 700 Megabyte Paket, weil da ist dann tatsächlich diese Deutsch-Übersetzung, die ist dann da nicht drin, die funktioniert nicht. Noch etwas, wo ich immer noch finde, das ist sehr wichtig, wenn ihr Spiele tatsächlich dann irgendwo downloadet, dann sind es meistens .zip, also .zip oder .rar Files oder auch .7z Files können es hin und wieder, gab es jetzt bei mir noch nicht, aber gibt es hin und wieder. Sind die so, das nennt man gepackt. Die sind dann eingepackt, meistens auch in mehreren Parts. Ne? Kann auch teilweise sogar euch vorkommen, wenn ihr dann irgendwo von irgendwelchen Seiten, ich werde sie jetzt nicht nennen, die runterladet, dann habt ihr zum Beispiel Part 1, Part 2, Part 3 und so weiter. Und in den meisten Fällen ist es so, dass viele das auch so machen, die laden das so hoch, dass zum Beispiel nur R00 oder nur 00 und dann kommt 01 und dann kommt 02. Das sind trotzdem gepackte Ordner. Ihr braucht dafür im Idealfall
7-Zip, also sprich 7-Zip. Der entpackt euch die. Ist auch kostenlos, das Tool. Und darin enthalten sich dann entweder die Ordner oder die ISO, die ihr braucht. Also nur damit ihr es wisst, nicht irgendwie die ZIP auswählen oder sonst irgendetwas, nein, sondern immer dann irgendwie gucken, auspacken. Was auch kam, war, dass bei manchen Spiele laufen, beziehungsweise bei manchen laufen die Emulatoren, bei manchen eben nicht. Das ist immer sehr abhängig von eurer Hardware. Also ich zum Beispiel habe jetzt bei meinem PC zum Beispiel habe ich ja einen Intel i9 10980XE, also schon älter, aber halt Haufen Kerne drin. Da läuft das jetzt zum Beispiel relativ gut. Bei meinem Notebook habe ich dann einen Ryzen 5, glaube ich. Ryzen 5? Kann sein, dass es ein Ryzen 5 ist. Ich bin mir gar nicht so sicher. Da läuft das auch alles relativ gut. Es kann euch aber auch passieren, dass je nach CPU, dass das nicht so gut funktioniert. Genauso wie bei Grafikkarte. Kann auch sein, dass das hin und wieder einfach mal vorkommt, dass es nicht so gut funktioniert. Da hilft tatsächlich Recherche. Haben auch andere Probleme mit X-Grafikkarte. Haben andere Probleme mit X-CPU. Haben andere Probleme mit diesem Arbeitsspeicher oder sonst irgendetwas. Das Problem ist, Emulatoren emulieren tatsächlich. Also sie tun so, als wären sie das System, wofür die Spiele gemacht sind. Wenn es aber irgendwelche Einschränkungen gibt, ne, wie zum Beispiel bei der Xbox Series X, wenn ich die jetzt mal als Vergleich nehme, die hat ja eine AMD, Vega, irgendwas drin. Glaube ich. Ah, ich bin mir nicht sicher. Irgendwie so. So. Die hat also irgendwie so eine Zen 2 oder Zen 3 Grafikkarte drin. Die gibt's offiziell für PC eigentlich gar nicht, diese Grafikeinheit. So, wenn ihr jetzt irgendwann, ne, schauen wir in 20 Jahren, schauen wir uns meine Videos nochmal an und dann werden wir sehen. Kann es sein, dass der PC das gar nicht emulieren kann? Weil es diese Grafikkarte nie für einen PC richtig gab, zumindest nicht offiziell. Und entsprechend kann es durchaus sein, dass da nichts emuliert werden kann. Ich meine, ist ja auch eigentlich nicht nötig, weil alles, was für Xbox heute gibt, gibt es auch für den PC automatisch oder meistens automatisch gleich mit. So, und das ist, man muss einfach damit leben, dass es hin und wieder einfach irgendwie nicht funktioniert. Und manchmal ergibt es auch keinen Sinn. Also wie bei dem einen Kommentar, es hat einfach keinen Sinn ergeben, dass bei dem das, da funktioniert es eben schlecht. Und bei dem anderen, wo die Hardware schlechter ist, da funktioniert es eben gut. Ja, das kann aber auch sein, dass die Emulation einfach bei der Hardware besser funktioniert als bei dem. Es ist einfach so. Damit muss man leben. So, und wo wir dann bei dem Thema sind, Kompatibilität von den Spielen. Könnt ihr immer nachgucken. Ihr guckt einfach nach Yuzu, Kompatibilitätsspiele. Ihr guckt nach Ryunix, Jinx, Kompatibilitätsspiele. Xbox, XEMU, Kompatibilitätsspiele. Immer danach suchen, es gibt immer irgendwo eine Homepage, wo niedergeschrieben ist, was geht und was nicht. Das Einzige, wo es ein bisschen unübersichtlich ist, das ist hier die Xenia-Kompatibilität. Da muss man nämlich dann nach dem Spiel suchen, weil es nämlich tausende Themen gibt, weil das ja alles noch eine Testphase ist. Und da steht dann meistens in der Überschrift, ist dann irgendwo hinterlegt von wegen Running oder Gameplay oder sonst irgendetwas. Steht immer irgendetwas drin. Es gab ja mal den Punkt, dass man die zweite Batocera-Festplatte als NTFS formatieren kann. Klar, das geht. Könnt ihr natürlich durchaus machen. Halte ich aber tatsächlich, wie ich es auch im anderen Video gesagt habe, für Schwachsinn. Also nicht Schwachsinn, es ist schon sinnvoll, aber es erzeugt irgendwann zu viele Fehler, weil Batocera erwartet eben ein EXT4-System. So, entsprechend sind natürlich auch alle Sachen, die Batocera damit machen möchte, für EXT4 geeignet. Das führt irgendwann, ne, muss nicht sofort, kann auch vielleicht 5 Jahre gut gehen oder sonst irgendetwas, aber früher oder später kommt dann dieser Punkt, wo einfach das Ding in die Grütze geht. Kam bei mir, wie gesagt, schon zweimal vor und
es haben dann immer mehr Sachen nicht mehr richtig funktioniert, zumindest nicht, wie sie funktionieren sollten. Und ich habe dann einfach gesagt, nö, sehe ich nicht ein. So, und habe das ganze System wieder auf EXT4 gemacht, habe das Ganze nochmal exakt so nachgetestet und damit funktioniert es dann. So, entsprechend, lasst es einfach bei EXT4. Ich meine, klar, der Kopiervorgang ist schneller. Das streite ich gar nicht ab. Ne, klar, das kann innerhalb von, was weiß ich, 10 Sekunden ist so ein 4 GB Spiel auf einer SSD rüberkopiert. Das stimmt schon. Das Problem ist einfach nur, was bringt euch das? Ihr kopiert euch die Spiele rüber und irgendwann müsst ihr das ganze Ding sowieso nochmal neu machen und dann mit viel Pech habt ihr keine Sicherung gemacht und dann sind eure Spiele weg. Ist auch scheiße. Also lasst es bei EXT4. Im Zweifelsfall guckt, dass ihr euer Netzwerk irgendwie so hochrüstet, dass ihr das so schnell übertragen könnt, dass das auch nur 10 Sekunden dauert. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich habe ein Gigabyte-Network hier. Also nur ein Gigabit. So. Wenn ich übertrage an Batocera, sind das 100 Megabyte pro Sekunde, die übertragen werden. So, das reicht vollkommen. Es reicht vollkommen. Finde ich, für meine Bedürfnisse reicht es einfach. Zum BIOS. Ja, ich hatte ja mal ein Video gemacht, wie man das einigermaßen BIOS einstellen kann. So, ihr könnt Batocera natürlich nicht über USB oder sonst irgendetwas starten, wenn ihr das nicht im BIOS in der Bootreihenfolge hinterlegt. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Bei UEFI, sprich bei den neuen BIOS, wie soll man das nennen? BIOS Files ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich immer noch, das ist ein eigenständiges Betriebssystem auf Hardwarebasis. Ja, nennen wir es einfach mal beim BIOS-System. So. Es gibt da ja verschiedene. Es gibt einmal das neue, das UEFI, und es gibt das alte, das ist das normale MBR. Also, nee, Legacy würde ich das eher nennen. So. Das, ne? Es wird aber unterschiedlich gestartet. Das eine wird halt tatsächlich UEFI sozusagen, also mit GPT-Partitionstabelle. Das wird jetzt kaum einem was sagen. Das ist eine andere Partitionstabelle. Und es gibt noch andere, die haben ein MBR, das Master Boot Record. Heutige PCs und heutige Notebooks haben meistens oder haben eigentlich grundsätzlich nur noch das UEFI BIOS und starten grundsätzlich immer ihr Windows oder was da auch drauf ist mit GPT, sprich mit dem UEFI-System. Also ne, nicht Legacy, nicht CSM, sondern ganz normal UEFI. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel Windows immer so ein bisschen zickig ist. Also zum Beispiel bei meinem Notebook habe ich es gemerkt, wenn ich neu starte, dann kann ich zum Beispiel nicht ins BIOS, weil er dann einfach das BIOS überspringt. Warum auch immer. Macht er auch nicht immer, kommt so alle 5 Mal vor, ne, wo ich dann sage, ja scheiße, BIOS verpasst, starte ich mal neu. So, neu gestartet, zack, geht immer noch nicht, scheiße, okay, herunterfahren, dann starten, dann geht's auf einmal. Ne, und beim nächsten Mal geht's dann doch wieder mit Neustart, das ist immer ganz merkwürdig. Das ist schon mal das eine. Windows liegt immer als Windows Boot Manager auf der Partitionsstelle 1. Da gibt es keine CD mehr, da gibt es kein USB mehr, sondern auf 1 liegt immer dieser Windows Boot Manager. Ja, versucht den einfach nach unten zu schieben, wenn ihr ins BIOS kommt. Um ins BIOS zu kommen, gibt es halt F2 oder Entfernen. Das sind so die zwei Tasten, die eigentlich grundsätzlich immer fürs BIOS sind. Ich glaube, bei HP gab es das auch mal mit F10, glaube ich. Bin mir aber nicht so sicher, ich mag HP eh nicht. Das ist aber, wie gesagt, Eigenerfahrung. Werde da jetzt niemand mit beeinflussen. So. Ihr könnt aber auch die Bootreihenfolge einmalig ändern. Das geht dann meistens mit den Tasten F8, F10 oder F12. Je nach Hersteller. Es gibt verschiedene. Googelt da einfach nach, welche Taste es ist für euren Hersteller. Wenn ihr sagt, ich habe ein Asus Mainboard, was brauche ich da, um ins BIOS zu kommen? Was brauche ich da, um in die Bootreihenfolge zu kommen? Ich habe ein Acer Notebook, wie komme ich da in die Bootreihenfolge? Oder ne, guckt euch da einfach mal durch. Wie gesagt, das hat keinen Wert. Ne? Das hat absolut keinen Wert, dann wirklich dann zu sagen, von wegen, ja,
ne, ich scheiß drauf, ich komme da eh nicht rein und ich frage da irgendjemanden. Es wird euch keiner auswendig erzählen können. Also doch, es wird bestimmt ein paar geben, die es auswendig erzählen können. Aber ich sag mal, am schnellsten seid ihr, wenn ihr einfach schnell bei Google fragt, was für eine Tastenkombination brauche ich. Oder ihr drückt halt tatsächlich F2 entfernt oder halt für die Bootreihenfolge F8, F10, F12. So, und wenn ihr dann da drin seid, die Bootreihenfolge könnt ihr grundsätzlich immer ändern. Ne, egal wie abgeriegelt euer Notebook ist, es gibt ja Notebooks, die sind abgeriegelt, da könnt ihr in den erweiterten Einstellungen gar nichts einstellen. Die Bootreihenfolge könnt ihr immer ändern. Und was ihr auch ändern müsst, ist dieser Secure Boot. Dieser Secure Boot, ich schalte den sowieso immer aus. Der garantiert euch einfach von wegen, dass ihr ein offizielles System startet. Oh, spannend. Weil Secure Boot, ja, naja, gut. Deswegen, da schaltet Secure Boot aus und seht zu, dass ihr dann die Bootreihenfolge ändert. Dann kommt ihr wenigstens immer in das Batocera-System rein. Zum Beispiel. Ich habe das zum Beispiel bei mir so gemacht, dass Batocera bei mir immer das erste System ist. Ich starte mein Notebook auch immer grundsätzlich erst immer mit dem Stick. So, und wenn ich das Windows haben will, dann ändere ich einmalig die Bootreihenfolge, dass ich das Windows starten will, weil das sehr selten vorkommt. Ich starte öfter den Emulator als das Windows. Also habe ich ihm gesagt, starte immer standardmäßig das Batocera. Deswegen muss der Stick auch immer dran sein. Ist natürlich nervig, dass man den immer anschließen muss, ist aber halt so. Sonst ändert sich nämlich wieder die Bootreihenfolge, das Windows nämlich wieder zuerst und es bleibt dann auch da, egal ob ihr hinterher den Stick wieder einsteckt. Deswegen stecke ich immer den Stick zuerst ein und gucke dann, dass ich dann immer Windows, wenn ich es brauche, extra auswähle. Es gab dann die Nachfrage von wegen, wie kann man eine Batocera zum Beispiel mit VirtualBox benutzen. Macht keinen Sinn. Also macht allein schon auf Hardware-Ebene einfach wenig Sinn. Kommt ganz einfach daher, ihr habt ein System, was ja schon Spiele bzw. eine Konsole emuliert. Sprich, es wird ja schon vorgegeben, es ist schon irgendetwas anderes. So, und jetzt habt ihr dann noch ein System dahinter, was ja schon, sage ich jetzt mal, die Hardware virtualisiert. Ihr habt also dann irgendeine Standard-Hardware, die nicht mal eine Bezeichnung hat, die einfach nur irgendwelche standardmäßigen Treiber hat und dann soll diese auch noch emuliert werden. Das ist sozusagen ein doppelt abgeschossenes Reh. Um es einfach mal ganz blöd zu... Es ist ein doppelt du schießt doppelt auf ein Tier. Du schießt auf ein Tier, was tot ist, sozusagen. Also, nee, funktioniert nicht. Macht auch irgendwo keinen Sinn. Klar, man kann es zum Testen, ob irgendetwas startet, was ich am besten konfigurieren kann. Ja, klar, das kann ich tatsächlich damit irgendwie testen. Aber was spricht denn dagegen, wenn ich doch ein, sage ich jetzt mal, ein vollwertiges Computersystem stehen habe? Was spricht denn dagegen, zwei Sticks zu haben? Einen, den ich für das für mich nutzbare System nehme, und den anderen Stick nehme ich zum Ausprobieren. Da spricht doch nichts dagegen. Dann macht man das doch einfach so. Und wenn da irgendetwas schief geht, ja scheiß drauf, dann machst du den Stick einmal neu. Mein Gott, ne, die 5 Minuten Zeit im Leben wird man sich ja nehmen können. Gerade so. Keyfiles. Ich versuche immer möglichst bei der Cloud, wo ich ja immer alles für euch sozusagen bereitstelle, versuche ich immer alles möglichst safe sozusagen für euch hochzuladen, dass ihr dann wirklich sagen könnt von wegen, ich lade es runter, es funktioniert. Es kann aber durchaus sein, dass Google hin und wieder irgendetwas rausschmeißt, sei es, weil Google irgendwann mal eine Überprüfung gemacht hat und hat vielleicht irgendeine eigene Konfiguration irgendwo drin gefunden. Sobald es irgendwelche Eigenkonfigurationen gibt, stuft Google das sofort irgendwie als Virus ein. Oder irgendjemand beschwert sich. Hier, der hat da irgendwelche Keyfiles für Nintendo Switch, finde ich scheiße. Gibt genug Leute, die sich darüber beschweren, weil manche kaufen sich für 400 Euro eben das System, während wir eben, weil wir einfach uns informieren, weil wir einfach krass sind, wir brauchen uns da kein System kaufen, sondern wir können das so spielen. Da gibt es genug Leute, die dann, ne, sozusagen Neider, so hat man sie früher mal genannt. Ja, das kann gut durchaus sein, dass da mal jemand auf die Idee kommt, ja, ne, jetzt sagen wir da mal Bescheid, ist scheiße und wollen wir alles nicht.
Ne? Das mal dazu. So, und das letzte Thema ist, ja, es geht mal wieder um den RPCS3. Nein, man braucht da keine CD für. Wäre auch gar nicht möglich, weil der RPCS3 ist nicht dafür da, um eure Discs sozusagen zu entschlüsseln. Selbst wenn ihr ein Blu-ray-Laufwerk habt. Ihr bräuchtet ein Blu-ray-Laufwerk. So, das nützt nichts, hilft nichts. Ne? Ich meine, Blu-ray-Laufwerke sind jetzt eigentlich auch schon wieder fast tot. Also ich höre von Blu-ray-Laufwerken eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Blu-ray-Player, ja, aber Blu-ray-Laufwerke eigentlich eher nicht so. Also ich habe jetzt hier auch einen PC stehen, der hat nicht mal einen Laufwerkschacht. Ich finde eigentlich, das System CDs ist eigentlich sowieso, zumindest für uns in der PC-Gaming oder Emulator-Gaming-Szene, ist eigentlich CD tot. Finde ich. Sehe ich einfach so. Nein, ihr braucht da keine CD für, tatsächlich nur mit den Ordnern. Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer Reise angekommen. Macht's mal gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal schauen, was es wird. Bis dann. Ciao.